Einen wunderschönen guten Abend da draußen, meine Lieben. Hallöchen. Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Erzählt mir ein bisschen davon, während wir noch ein bisschen Musik hören, ich noch eine rauche und meinen Kaffee austrinke. Ich hoffe, euch geht's gut, dass ihr gesund seid. Meine Mutter hat es nämlich jetzt ziemlich hart erwischt. Zum Glück nicht mit dem hohen C, sondern mit einer normalen Grippe, so an sich. Aber trotzdem ziemlich schlimm erwischt. Zumal bei ihr vom Nervensystem her dann doch wieder ein bisschen Problematiken auftreten könnten, da sie nämlich schon sehr oft was verschleppt hat, was wiederum zu einer Nervenentzündung führte. Aber okay. Ihr Lieben, macht mir es nicht nach mit dem Rauchen, das ist sowieso ungesund und teuer und ich habe mir extra Emote dafür. Und gleich fliegt wieder der Anti-Raucher-Emote durch die Gegend, weil ihr wieder darauf gewartet habt wahrscheinlich. Nicht? Okay. So, dann wollen wir da erstmal in der Reihe nach die Leutchen begrüßen. Abgesehen von den Leutchen, die ich gerade schon im Discord hatte. Und zwar den Dark Loiper, den Garaganer, Phil Matthias und die Mira und die Stuni. Oh, heute doppelte weibliche Besetzung. Haben wir auch im Chat die Mira und die Stuni, dann den Gaffer und den Pombeer, mit dem ich gerade noch ein bisschen geblauscht habe im Chat. Und ja, den Ghost kenne ich sehr gut, da war nämlich auch mal Moderator bei mir. Also das ist sehr gut. Wir kennen uns sehr lang, sagen wir es so. Wir kennen uns sehr lang. Der war auch mal Moderator bei mir und kann nur vermuten. Ich glaube, wir bekommen Besuch, Sire. Okay. Nox, du alte Socke, grüß dich mal lieber. Wie um die Uhrzeit machst du schon Feierabend? Ich dachte, da fängst du erst an. Was denn da los? Alter! Ja, Alter! Was geht? Grüß dich mal lieber. Ich war gerade dabei, alle zu begrüßen. Dann werde ich wahrscheinlich gleich noch ein paar neue Gesichter begrüßen können. Genau, beim Pombeer stehen geblieben. Genau, und ja, und Ghost, das Thema. Ich kann nur vermuten zu wissen, welche der Communities du meinst, wo ich halt weiß, dass er da auch ist. Eben weil man sich da auch mal über den Weg läuft. Oder weil ich ihn halt doch mal lese, während ich im Log sitze und so. So, dann der Dark Loipe ebenfalls und der Matthias ebenfalls. Und dann Imok, grüß dich mal lieber, Hallöchen. Wen habe ich noch nicht gelesen? So. Die Urfaust 81, was ist denn das für ein cooler Name? Mahlzeit, Stifte raus. Und der Nox kommt reingeballert mit seinem dicken, fetten Alter. Und Digi, ach du Heilige, was, Digi? Wirklich? Digitierst du jetzt? Und wenn ja, zu was? Entschuldigung. Ah! Wen haben wir noch? Ey, du geile Sau, was? Und hallo, Chatman. Du hast schon 10 Stunden gestreamt, ach! Lol, okay, ich bin gerade meine Followerliste durch, um zu lurken, während ich streame. Ich hab dich nicht live gesehen. Hab ich dich überlesen? Verdammt. Weil ich lurke ja sonst immer bei allen Leuten, damit ich immer Kanalpunkte sammeln und mal irgendwann stänkern kann, weißt du? Mit Kanalpunkte-Option. Assassin's Creed Valhalla hast du gespielt. Und danke für den Shoutout, Mera. Übrigens, liebe Moderatoren, es funktioniert jetzt, dass ihr /Shoutout schreiben könnt und dann einfach nur den Namen desjenigen, der den Raid gemacht hat. Ihr braucht jetzt theoretisch nicht mehr die Nightbot-Funktion zu nehmen. Ich lasse sie aber noch drin als Gewohnheit, ne? Das Schöne ist nämlich bei dieser Shoutout-Funktion, das ist eine Twitch-integrierte Funktion, dass man, also von Twitch selbst eine Funktion, dass dann, wenn die Person mich jetzt nicht geradet hätte, aber ich gerade am Stream bin und empfehle die Person mit diesem Shoutout, der sieht das in seinem Chat. Das ist voll gut eigentlich, finde ich. Und im Aktivitätenfeed auch. Ja, Pombeer, dann weiß ich schon, welchen Discord du meinst, ja. So. Ich hab den Chat durch. Ich bin unten angekommen. Yippie, ja, hey, Schweinebacke. Wie lief denn der Chat, Noxy? Alles fit gewesen dabei? Oder gab's irgendwelche Schwierigkeiten? Und mein Chat hat irgendwie gar nicht geschrieben, wie eure Woche so war. Jetzt bei einer halben Zigarette und einer halben Tasse Kaffee. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Also okay, die halbe Zigarette, die ist schnell weg. Hype, hype, hype. Ja, also ich kann ein bisschen erzählen, wie meine Woche war. Ich habe ein Spiel jetzt endlich in der Klaus Beta testen dürfen, worauf ich mich schon sehr freue. Und ein Spiel mit der öffentlichen Demo. Das ist in der Klaus Beta Knights of Honor 2. Das hatte ich euch ja schon im letzten Stream angekündigt, dass ich da an der Klaus Beta teilnehmen werde. Es macht einen sehr guten Eindruck, wie ich persönlich finde, aber es hat ja auch nicht jedermanns Geschmack. Mehr darf ich jetzt aber auch nicht sagen, eben weil ich ja da auch eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben habe, dass ich dann bis zum
Moment, wo mir erlaubt wird, drüber zu reden und was zu zeigen. Aber ich glaube, das wird definitiv ein Let's Play bei mir, wenn es dann soweit ist, dass ich Let's Playen darf. Ich glaube sogar Stream, wenn es die Auslastung hergibt. Weil das auch ein Spiel ist, wo man auch zwischendurch mal pausieren kann und sollte. Muss doch gucken im Multiplayer, da werde ich demnächst bald noch hoffentlich an Multiplayer teilnehmen, an so einem Stresstest, um mal zu gucken, wie es damit pausieren läuft und so. Oder ich teste das einfach mal selber zwischendurch. Na gut. Auf jeden Fall wird es noch mehr dazu von meiner Seite aus geben. Ist schon mal vielversprechend, sagen wir so. Und gespielt natürlich Mannerlords. Mannerlords ist ja so dermaßen unerwartet gut. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass es so detailliert ist und so detailliebevoll ist. Wow. Also das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Leider, 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 wie ihr bestimmt wisst, kann man nicht speichern in dem Spiel. Sonst hätte ich wenigstens ein Angespielt draus gemacht, jetzt bis zum Jahreswechsel, weil ab Jahreswechsel möchte ich wieder ein Spiel ins Programm nehmen, was ich demnächst wahrscheinlich auch mal kurz nochmal streamen werde, um zu gucken, wie weit ist es denn jetzt gerade. Ich hoffe, ich schaffe es dieses Wochenende. Ich weiß es noch nicht. Also entweder dieses oder nächstes Wochenende, weil da kann Kai zum Beispiel nicht. Und Kai, den brauche ich gerade im Moment noch für ein anderes Projekt, wo wir uns erstmal ransetzen wollen. Ja. War geil, Spaß gemacht. Das ist gut. Ja, und bei Mannerlords habe ich momentan das Problem, immer wenn ich ein Spiel starte, habe ich unten einen anderen Bug. Ich habe heute vor der Arbeit noch mal kurz reingespielt, weil ich schon wieder seit um 5 wach bin, aber noch da noch nicht arbeiten dürfte, so an sich theoretisch, obwohl ich Homeoffice habe. Ist halt unfair für diejenigen, die ins Büro fahren und das Büro hat erst ab 7 Uhr offen. Ne? Aber ich hatte noch mal 2 Stündchen gespielt und da hatte ich das Problem, dass bei mir alles geruckelt hat, obwohl die Auslastung in Ordnung war. Das hatte ich vorher noch gar nicht. Davor hatte ich das Problem, dass bei mir trotz neuer Häuser keine neuen Leute gekommen sind. Also da muss echt noch was passieren auch, ne? Sonst hätte ich wenigstens mal gesagt, okay, ich mache mal irgendwie ein Wochenende lang den PC gar nicht aus und versuche dann wenigstens irgendwie 3x7 Folgen am Stück für euch aufzunehmen, aber nee. Das ist mit einer Demo-Version, die man nicht speichern kann, ist es noch zu risky, dass ich dann jedes Mal neu anfangen müsste. Zumal, wenn es dann doch mal abstürzt, hatte ich beim ersten Versuch, da ist es mir nach 10 Minuten abgestürzt, ich musste neu anfangen. Gut, verlustig war es jetzt nicht, nach 10 Minuten, aber trotzdem. Tut denn nur der Pop ist weh bei der Zeit? Was, wie? Achso, nach 10 Stunden. Ja, das kommt bei ihm öfter vor, ja. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Nach 10 Stunden, ja. Ein gutes Senpai, grüß dich, hallöchen. Wie geht's dir, mein Lieber? Hab dich heute schon fleißig mitgelesen. Du alter VIP-Zurückklauer, du. Wie unfair, ja. Also, kurz zur Erklärung, der Svebonaut ist ja ein lieber Kollege, den ich auch sehr gerne immer im Look gucke, während ich am Arbeiten bin. Also, ich höre ihn eigentlich nur, statt zu gucken. Aber bei der Anmoderation, bei der Willkommensrunde sozusagen, habe ich halt eine Kanalpunkte-Option eingelöst für 1000 Kanalpunkte, dass ich halt dem Senpai den VIP-Status klauen kann und das an mir gegeben wird für den Rest des Streams. Ja, aber Senpai hat ja, ich glaube, 70 weitere Accounts, mit denen er dann gleichzeitig zuguckt und klaut sich dann einfach den VIP-Status zurück mit einem anderen Account. Der Arsch. Voll unfair. Genau, auch gerne beim Senpai mal vorbeischauen. Zuletzt Valheim gespielt. Ach was, bist du wieder im Valheim-Fieber, mein Lieber? So. Song zu Ende, würde ich sagen. Legen wir los, wa? Ich muss erstmal das Spiel starten. So. Wo sind wir denn stehen geblieben beim letzten Mal? Außer, dass wir Nachtigallen gefangen haben, die keine Nachtigallen waren. Vom Klang her. Wie was akustisch nicht verstanden habe, wieder Internetprobleme. Ja, ja. Fährst gerade durch den Tunnel wahrscheinlich, wa? So, ich krieg doch gleich ein Bild, Leute. Ich will bloß erstmal den Spielstand laden. Achso, bevor ich es wieder erst nach 2 Stunden mache, ziehe ich jetzt einen Stöpsel. So. Heute lädt er aber lange. Ein Update gab's aber nicht, ne? Nee. Spielstand laden. Mit einer Bande im Bunde ist der letzte Spielstand, den ich hatte.
wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß noch, wir sind in Ratai wieder gewesen und haben die Quest abgegeben. So, Spiel schon ist geladen. Dann kriegt er jetzt auch erstmal ein Bild. Gehen wir erstmal auf live. Und dann, wo ist meine Spielaufnahme hin? Wer hat sie gemobst? Da ist sie. So. Ha! Da haben wir Bild. Hast du heute on-stream gemacht? Ein erster Schicht Steinplatten. Ah, ich habe gar nicht gesehen, dass du live warst. Aber gut, ich war auch stundenweise abgemeldet von Twitch. Weil ich mich einfach doch wieder konzentrieren musste. Ich habe dann den... Was heißt abgemeldet? Also ich habe das Fenster minimiert und den Stream von Cebro dann auch gemutet für mich. Weil ich musste mich einfach mal mehr auf die Arbeit konzentrieren, weil ich dann doch ein bisschen Probleme hatte, mich zu konzentrieren. So. Irgendwas vergessen jetzt? Ja, nein, vielleicht? Wenn ja, dann schreibt's mir. Ja, natürlich. Ich habe kaum Wasser hier drin. Egal. Ich muss ja sowieso wieder wahrscheinlich in einer halben Stunde pinkeln oder so. Na denn, wo sind wir stehen geblieben, liebes Spiel? Wir sind aber stehen geblieben, dass ich immer noch den Gefangenen verhören muss. Ach ja, ich war eigentlich auf dem Weg nach Sasau und dabei habe ich noch die Quest lösen wollen mit den Nachtigallen, was ich ja dann nach gefühlt 3 Stunden endlich geschafft hatte. Marquardt von Aulitz und rächtet den Tod deiner Eltern. Achso, nee, das ist für später. Beweise dein Können, indem du Baumler im Kampf besiegst. Ach, das hatten wir ja auch noch bei dem Steinbruch. Wir hatten noch Pater Franziskus. Den wollten wir finden, genau, bevor ich das überhaupt mit den freien Arbeitsstellen mache. Okay. Wenn ich mich recht entsinne, war der Steinbruch schon fast auf dem Weg nach Sasau. Gleich mal nachgucken. Looky Cookie machen. Ach nee, das ist was anderes. Das ist nicht der Faustkampf, an den ich jetzt dachte. Hier muss ich ja definitiv erstmal wieder Kampf üben. Nee, okay, dann doch was anderes erstmal. So, dann hatten wir hier noch für den Herrn Divish Lokator. Herr Divish hat mir erzählt, dass er seinen Lokator losgeschickt hat, um Prebizlavitz zu begutachten. Ach ja, wir haben ja da auch noch Loot zu liegen. Er ist besorgt, da der Lokator noch nicht zurückgekehrt ist. Ich habe Herrn Divish versprochen, mich dorthin zu begeben und nach dem Lokator zu suchen. Ist aber zeitlich nicht begrenzt, ne? Das ist schon wieder ein ziemlicher Umweg, den wir dann hätten. Aber wir könnten nochmal Kohle machen, wenn wir nochmal den Loot aus der einen Kiste mitnehmen. Wenn der Loot noch da ist. Hier wäre noch der Taubenschlag. Das machen wir einfach mal zwischendurch. Oder als allerletzte Mission, bevor wir die letzte Story-Mission machen. Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch die Hexerei in Sasau, genau. Das Diadem in Sasau. Ja, wir werden viel in Sasau demnächst unterwegs sein. Und noch Kloster. Genau. Okay. Esner, grüß dich, Hallöchen, und mach's dir gemütlich. Da Gläubel will, dass ich jetzt gleich nochmal Wasser trinke, war ja klar. Ist erledigt. Warum habe ich das eigentlich immer noch nicht so eingestellt, dass ich das auch als Aktivitäten mache, dass ich das bestätige, damit ich halt das auch nicht übersehe oder vergesse? Ich habe nicht zum Beispiel auch bei unserem ersten Sea of Thieves Streams, hatte ich erst danach gemerkt, dass der Gregor, also der Gori, dass der sich eine Kanalpunkte-Optionsvorschlag gewünscht hatte, aber nicht mehr gesehen, was er sich gewünscht hat. Das war ein bisschen doof. Babybu, Hallöchen! Ja, moin! Nee, doch, nee. Hä, wo ist sie denn? Gaffer? Warum machst du jetzt so... Hab ich sie überlesen? Wo ist denn die Babybu? Hä? Ist bestimmt im Lurk. Siehst du sie in der Liste? War ich nicht. Nicht einfach so machen. Also wenn die Person nicht da ist, dann nicht. Saja, wir können uns endlich mehr Käsetoast leisten. Oh, Esna, danke für dein Prime-Abo. Sehe ich sie nicht, oder? Nee. Also Gaffer, wenn die Person nicht da ist, dann nicht einfach so machen, ne? So, bitte. Jo. War gerade eben noch da. Okay.
Ja, so, das mit dem Shoutout für unsere befreundeten Streamer, wenn sie schreiben, machen wir es so als Regel, ja? Das macht sich, denke ich, am einfachsten. Ich habe zu danken für die unterhaltsamen Videos auf YouTube. Ah, schön, du bist jemand, der von YouTube kommt. Oder bist du eine oder einer, der von YouTube kommt? Bei Essener kann man jetzt so viel rein interpretieren, ne? Ich schreibe mir das immer gerne dahinter, damit ich die Person nicht falsch anschreibe. Einer, okay. So. Hatten wir auch über die Kommentare geschrieben auf YouTube? Wir machen zuerst Wasser oder Scheiße, würde ich sagen. Hatte ich jetzt hier noch irgendwas im Inventar zum Verhökern? Eigentlich nicht, ne? Oh, verdammt doch. Nee, doch nicht. Nee. Axt und Dolch wollte ich ja für mich behalten. Das Schwert könnten wir mal sauber machen. Machen wir eben noch schnell. Dann übe ich da auch wieder ein bisschen drin. Und meine Rüstung sauber machen, ja. Wir haben noch Dörrfleisch. Wir haben keinen Ritterschnaps mehr. Wir haben noch einen Lazarus. Ein Zornestrunk, der sich sehr gut geeignet hatte im Kampf, wie ich gemerkt hatte. Und noch 4 Ohren des Banditen. Moment mal. Banditen. War das nicht beim Hauptmann abzugeben? Oh, und ich sehe gerade, ich sollte vielleicht vorher auch mal versuchen zu regenerieren vorher, dass ich mal irgendwo übernachte. So, komm mal her, Binky. Viel Spaß im Lurk, lieber Senpai. Und danke dir fürs Lurken. Holst einen Döner. Ja, ich sollte vielleicht auch nach vorne gucken. Matzda. Kopf einziehen. Achtung! War das nicht hier vorne beim Hauptmann? Bei dem hier konnte ich dem nicht immer die Ohren geben, weil dann bin ich die Arme los und B, kriege ich ja ein bisschen Knete dafür. Moin, Meister! Ja, Hauptmann Bernhard. Das war doch der, oder? Trophäen übergeben! Jo! Ich habe Trophäen. Zeig her. Was für eine Sammlung. Junge, du bist wohl Gottes Racheengel. Oh, Mist, nur 140. Schade. Für die Kumano-Ohren kriegt man, glaube ich, jeweils einen 100er, ne? Na gut, Übungskampf würde ich gerne machen, aber erstmal müssen wir wieder hochheilen, Leute. So, Rüstung sauber. Ja, nein. Ja. Dann Schwertschleifen. Achso, sagten die Uhrzeit. Es ist eigentlich schon kurz vor Abend. Dann könnten wir nochmal mit Theresa uns ein bisschen unterhalten. Ja, unterhalten wir uns ein bisschen mit Theresa nochmal. Versuchen noch ein Date mit ihr zu haben. Und dann übernachten wir einfach wieder in der Mühle, um zu regenerieren. Würde ich vorschlagen. Gott, wenn ich die Schweine da sehe, muss ich schon wieder an die drei Mädels denken. Mit ihrer komischen Teufelssalbe. Ich habe übrigens die Clips, die ihr gemacht habt, die habe ich meinen Eltern gezeigt, die ja letztes Wochenende hier waren. Die haben sich schief gelacht. Die sind echt aus dem Lachen nicht rausgekommen, wo die das gesehen haben. Also auch meine Reaktion darauf und alles, ne? Achso, hatte halt ich ein Hüngerchen? Na, nicht wirklich, nee. Problem ist nur, ich brauche langsam wieder Fleisch, auch für Hund und mich, ne? Also für den Köter und mich. Ich denke, wenn wir die Geschichten in Sarsau, also die aktuellen Quests in Sarsau durch haben, werden wir uns langsam mal darum kümmern, dass wir auch eine Jagderlaubnis bekommen. Knoblauchsuppe für den Winter, Zwiebelsuppe für den Frühling, Spargel für den Gaumen und Pflaumen gegen Ächzen und Raunen. Das ist nicht der Waffenschmied. Hey, wenigstens hat sie uns mal nicht ihr Brot ins Ohr gebrüllt. Okay, sie tut's auch weiterhin nicht. Ich habe offensichtlich beim letzten Mal vergessen, die Türen zu schließen. Auswählen. So. Hier war Winkel. Position, ja. Und mehr Druck war mit der rechten gedrückten Maustaste. Okay. Ach ja, und die Ausdauer. Oh, das wird jetzt schwierig mit kaum Ausdauer, das zu machen. Nee, nicht mit der rechten, das war mit
Hier. Mausrad war das. Ah, nein, 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 nein. Hör auf zu dampfen. Wir wollen dich nicht stümpfer machen, wir wollen dich schärfer machen. Wir wollen die Kerben wieder rausholen hier. Da haben wir den richtigen Druck. Na, falscher Winkel. Da musst du aber wirklich die Maus stillhalten, Junge, Junge. Nee, es soll nicht qualmen. Da gab es einen Funken, das ist immer gut, weil die Funken sind ja ein Indikator dafür, dass du es richtig machst, ne? Ist gut, Köter, komm gleich. Warum ist eigentlich mein Handschuh immer noch so schmutzig? Ich habe den doch eben noch sauber gemacht. Klebt ja auch mal so Blut dran überall bei mir. Ah, da war noch eine Kerbe. Da auch. Ja, jetzt kriegen wir doch hin hier. Ja, jetzt sollen wir die Seite hier probieren. Na, was machst du denn hier? So. Ah, ja, da war wieder was. Immerhin haben wir ja zweischneidiges Schwert, ne? Warum dreht er sie denn immer so nach vorne, wenn ich nach hinten drücke? Herrschaftszeiten. Ja, zu wenig Druck vielleicht? Oh, hör mal. Aber keine Rauchentwicklung, das ist gut. Oh, ich sehe immer noch ziemlich viele Kerben. Ausdauer, okay. So, wir können mal gucken, wie weit wir es geschafft haben. Hey, ich habe es kaputter gemacht als vorher. Scheiße. Verklautscht dein Pony nicht? Was? Wie? Hm? Wen meinst du, Tanja? Das machen wir nochmal hier. Das ist irgendwie gerade schief gelaufen. Ah, nein, kein Rauch bitte. Ah. Da als Mauer. Ich versuche auf die Schleifgeräusche zu achten. Ja, so weiter kann ich die Klinge gleich zur Reparatur geben, ey. Na? Die sollen wir auch noch sauber machen. Die springt auch immer wieder weg, die Klinge, ne? Ja, er dreht sie immer wieder gerade. Decker als Maul. Also, als ich irgendwas gegen die Wand gefahren bin, ach so. Weniger Druck. Ah. Na. Das sind eigentlich die Funken, die wir sehen wollen, ne? Aber es ist immer wieder... Raucht aber. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Er macht immer sprunghaft den hier. Statt das Ding mal gerade zu halten. Hier, ich habe erstmal die Hand von der Maus weg. Man muss da... Ach, das gehört zur Mechanik. Man muss dann immer wieder gegenkorrigieren. Okay. Nimm mal ein bisschen Druck weg wieder. So. Nein. Drehen. Nein, drehen. Sag mal. Kumpel. Ich mache hier gleich noch die Reliquie kaputt, Lobik, wenn es so weitergeht. Ist ja ein heiliges Schwert, ne? Ne? Da.
ob das jetzt besser war. 86% hatte ich eben noch. Ha! Haben wir wieder fast auf vollen Zustand gebracht. Dann viel Spaß im Logläupe. Im Feingefühl arbeiten wir dann nochmal. Ja, ja. Ist gar nicht mal so leicht. Also, ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass ich das gemacht habe. Ist schon, ja. Ist schon anders. Pass doch selber auf. So. Binky. Fackeln erhellen eure Stube. Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Ofenwarmes Brot und dazu etwas frische Milch. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich hab's an die Wand gemalt, ne? Den Teufel an die Wand gemalt. So, Platz da, Matz da. Wir müssen zu unserer Liebsten. Weg da! Bauernpöbel. Sagte der, der selbst nur Sohn eines Schmieds ist. Ja, ja, heute Brot und Milch ins Ohr. Genau, damit es halt besser flutscht, ne? Weil immer diese harten Brotkanten, die tun halt doch irgendwann im Ohr weh. Ja. Ah, Heinrich hat uns sogar recht gegeben, hat ja gesagt. So. Und da sitzt sie schon und hat Feierabend. Na, passt doch. Haben wir uns ja schon 2-3 Tage nicht gesehen. Nochmal waschen für den Fall der Fälle, ne? Falls ich jetzt auf dem Weg hier wieder schmutzig geworden bin. Weil ihr kennt es bestimmt beim Reiten, die Fliegen und Insekten im Gegenwind. Flatsch! Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Nee. War nur irritiert wegen dem Typen, der da läuft, aber ist bloß ein Wanderer. So, Theresa, meine Hübsche. Würde ich dich nicht kennen, würde mir die Rüstung ganz schön Angst machen. Ja, das haben wir auch gemerkt, denn seitdem ich die Rüstung trage, sprechen mich die Leute auch respektvoller an. Das ist schon ein cooles Feature. Wollen wir einen Spaziergang machen? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Ach, diesmal sind sie auf der Seite, okay. Oh, haben wir diesmal mit Sequenz? Oh. Denkst du manchmal an die Zeit in Scarlet zurück? An wann genau? Bevor das alles passiert ist. Ich kümmerte mich um die Hühner und brachte Samuel sein Mittagessen zur Mine. Das scheint eine Ewigkeit her zu sein, nicht wahr? Im Sommer habe ich immer den ganzen Weg barfuß zurückgelegt. Und wenn es sehr heiß war, habe ich unterwegs am Bach Halt gemacht und meine Füße reingesteckt. Ich musste mit dem Bottich im Hof vorlieb nehmen, wenn ich in der Schmiede half. Kannst du dir vorstellen, wie heiß es dort war? Ich versuchte oft, mich aus dem Staub zu machen, obschon ich wusste, dass es Ärger geben wird. Das weiß ich noch. Im ganzen Dorf hat dein Vater nach dir gesucht und du hast dich irgendwo mit Fritz und Matthäus versteckt. Ich und die anderen Mädchen sind euch manchmal heimlich gefolgt, aber wir haben nie gesagt, wo ihr seid. Und wenn dein Vater wieder nach Hause getrottet ist, seid ihr drei in den Wald und habt mit Stöcken gekämpft. Wir taten so, als wären wir Ritter. Mein Gott, wie viele blaue Flecken ich hatte. Einige Treffer von Fritz, dem Ochsen, spüre ich übrigens immer noch. Nun, jetzt musst du nicht mehr Ritter spielen. Du bist quasi einer. Quasi ja, und grüß dich, Kapu. Ja, in mir schlägt das Herz eines Ritters. Ist ja so. Also man hat ja wirklich gesehen, dass er auch eine Kämpfernatur ist. Kann man echt nicht anders sagen. Ganz recht, holde Maid. In mir schlägt wahrlich das Herz eines Ritters. Ah, der edle Herr Heinrich von Narrenberg, Inbegriff der Ritterlichkeit. So sag mir, Herr, was ziert dein Wappen? Ein Bierkrug? Gekreuzter Hühnerschenkel? Du bist frech, du schamlose Dirne. Das Wappen eines Ritters soll dessen Taten zeigen. Aus diesem Grund prangen auf meinem Wappen ein Blitz und eine Scheune. Ich dachte, Ritter würden ihre Männlichkeit anders unter Beweis stellen als du mit einem Blitz in der Scheune. Und es ziemt sich nicht, über so etwas zu sprechen, da man sonst zu Hofe sagen wird, dass Ritter Heinrich seine Manneskraft an Dorfmädchen verschwendet. Vergib mir, holde Maid. Deine Anmut betört meine Sinne. Heinrich, du bist wirklich ein Esel. Dann sollte das vielleicht das Wappen zieren. Der Esel. Ach schön, dass es auch ein paar Zwischensequenzen gibt. Mittlerweile. Weil das letzte Mal hatten wir gar keine Sequenzen, ne? Das ist einfach der Tag dann vorbei gewesen. Oh. Danke fürs Kommen, Heinrich. Gerne.
Und wir haben jetzt dadurch auch einen Bildstock entdeckt. Okay. Gab es da jetzt zufällig noch mehr Entdeckungen? Nö. Allerhöchstens vielleicht die Fischreuse hier, aber ich glaube, die hatte ich vorher schon entdeckt. Achso, und was haben wir jetzt wieder als Status? Natürlich haben wir wieder den Charisma-Bonus. Sehr schön. Aber jetzt heißt es erstmal Herr Bubu machen. Habe ich noch ein Buch? Ich glaube, ich habe noch ein Buch. Oder mehr als eins. Ja. Urvater Cesch könnten wir uns mal angucken. Das sind wieder die kleineren Dinger, ne? Die Simonie. Wollen wir endlich wissen, wie man Met braut? Komm, wir wollen es endlich wissen, wa? Und dann war es das schon wieder mit denen, die ich jetzt schon lesen kann. Die anderen sind ja wieder Mehrteiler. Ach, warte, Grisan Kräuter? Habe ich denn schon lesen, Stufe 10 mittlerweile? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Dann lesen wir erstmal die anderen, um in Richtung 10, Level 10 zu arbeiten. Gut, na denn. Achso, Hüngerchen, ja, nein? Nee, dann erst nach dem Schlafen. Erstmal hinsetzen. Ja, mit dem Blut im Auge liest sich es bestimmt sehr gut. Ich habe die falsche Tasse gedrückt, entschuldigt. Und immer noch barfuß in den Beinschienen, ne? So, dann hatten wir den schon durch? Den hatten wir schon durch. Dann kann der doch mal in die Satteltasche zurück. Dann können wir den verkaufen später. Prag. Lesen. Hey, Bücherwurm Schiefmann freigeschaltet und Spezialisierungspunkt freigeschaltet. Sehr schön. Also Level 9 ist safe. Prag ist der Sitz des Königs von Böhmen und eine glorreiche Stadt, auch die Goldene Stadt genannt im Übrigen, deren Ruhm bis in den Himmel reicht. Unter den großen Städten dieser Welt ist Prag die größte. Der Handel blüht, die Armee ist stark und die alles überragenden Türme der Stadt künden von ihrer einzigartigen Schönheit. Die Stadt wurde von Prinzessin Libussa und ihrem Gatten Primisi, dem Stammvater der Primisi, dem Typen da, gegründet. An einem Ort namens Radschen, Radschen, ach du Heiliger, wurde eine steinerne Burg errichtet, an der sich später Stadtviertel bildeten. Und während der Herrschaft von Kaiser Karl wurde die gesamte Neustadt auf der gegenüberliegenden Seite der Moldau abgebaut. Die größte Steinbrücke, die die Welt je gesehen hatte, verband sie mit der Altstadt. Die Brücke bestand zum Großteil aus Stein und Mörtel, zu dem Legenden zufolge tausende Eier hinzugegeben worden waren, um ihn noch stärker zu machen. Die Bevölkerung von Prag ist vielfältiger Natur. Sie wird von Tschechen dominiert, doch auch viele Deutsche finden sich unter den Händlern und Handwerkern, die in ihrem eigenen Viertel leben. Selbst die Juden haben ihre eigene Stadt, in Anführungsstrichen, also als wäre es so Little Jerusalem oder Little Chinatown sozusagen. Innerhalb von Prag und kein Christ zu von Prag, die kein Christ zu betreten wagt. Um die Herrlichkeit Gottes des Allmächtigen zu feiern, wurden Klöster bei Emmaus, Strahov und Klarov gegründet. Und Steinkirchen sind so zahlreich, dass man sie nicht an zwei Händen abzählen könnte. Die größte und bekannteste von allen wird bald in den Himmel ragen und den Heiligen Veit und Adalbert geweiht. Ihr Bau dauert bereits knapp 50 Jahre und wird bald beendet sein. Unter Kaiser Karl wurde darüber hinaus eine Universität gegründet, in der auch zahlreiche Ausländer aus fernen Ländern in vier Künsten unterrichtet werden. Wenn jemand nur eine Stadt in seinem Leben besuchen könnte, dann Prag, denn eine schönere Stadt gibt es nicht. Ich bin einmal durch Prag mit dem Zug durchgefahren und zwar genau zum Sonnenaufgang und deswegen wusste ich dann, warum das Ding die Goldene Stadt genannt wird. Gut. Haben wir durch. Geht hier rein. Und jetzt machen wir erstmal die Spezialisierung. So, was ist das hier? Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickst, wird dein Charisma vorübergehend um 2 morgen. Finde ich jetzt nicht so gut. Hey, the great! Mensch, grüß dich! Lang nicht gesehen. Hi! So, gebildet zu sein hinterlässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus von +1 auf Redekunst, wenn du versuchst, eine Wache zu überzeugen. Wenn du bequem sitzt, erhältst du einen doppelten Lesebonus. Muss ich aber immer was Bequemes suchen, ne?
Ganz gleich, wo du dich im Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Lernbonus. Oh. Meins. Finde ich gut. Da muss ich nicht darauf achten, wo ich lese. Egal, ob es jetzt ein Strohbett oder ein bequemes, gepolstertes Bett ist, ne? Gut. Lesen wir noch die anderen zu Ende. Urvater Chesh. Viele Jahrhunderte ist es her, dass eine Woiwode namens Chesh in den entfernten Ländern, Entschuldigung, in den entfernten Ländern der Kroaten lebte. Da das Land für seine Leute knapp war, beschloss er, sein Heimatland zu verlassen. In einer großen Zusammenkunft bot er den Göttern Opfer dar, verließ sein geliebtes Geburtsland und machte sich in Richtung Westen auf, um neues Land zu finden. Die gesamte Nation, ob Frauen, Kinder oder Alte, folgte zu Fuß oder im Wagen mit ihren wenigen Habseligkeiten und ihrem Vieh im Schlepptau, ihrem großen Anführer. Es vergingen viele Wochen, bis sie ein neues, bisher unbekanntes Land erreichten. Aber siehe da, die Menschen dieses Landes sprachen in einer Sprache, die ihnen nicht fremd war. Ermutigt zogen sie weiter, bis sie einen Ort erreichten, von wo ihnen haarige, nur in Pelz gekleidete Menschen mit Waffen in den Händen begegneten. Doch ihre Reise führte sie noch weiter, durch dichte, ungezähmte Wälder, durch Sümpfe und durch Buschland, bis sie in einem Berg namens Rib, Georgsberg oder Rautnitzer Berg angelangten, der sich eindrucksvoll in einer weiten Ebene erhob. Die gesamte Nation von ihrer großen Reise erschöpft, ließ sich um den Berg nieder, um ihre Stärke wiederzuerlangen. Chesh erklomm den Berg und begutachtete das Land von oben. Er erblickte fruchtbare Ebenen und Wälder, reichlich Wasser und grünes Weideland. Als die Menschen am nächsten Morgen erfuhren, dass er den Berg erklomm und nur Gutes gesehen hatte, waren ihre Herzen von Glück erfüllt. Und so sprach der Woiwode Chesh: Von nun an werden wir keinen Mangel mehr leiden, denn wir haben das Land gefunden, das wir einst gesucht. Sehet, dies ist das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen und Jagdvieh im Überfluss grast. Hier werden wir Wohlstand und Schutz vor unseren Feinden finden, aber es braucht noch einen Namen. Was sagt ihr? Wie sollen wir diesen wunderbaren Ort nennen? Darauf antworteten alle wie aus einer Kehle: Es soll deinen Namen tragen. Dann fielen sie auf die Knie und küssten die Erde ihres neuen Landes, das fortan den Namen Chesh oder auch Tschechien trug. Auch eine schöne Legende. Castlevania, grüß dich. Heute Lesestunde mit Robin. Naja, jetzt gerade mal 3 Bücher, um halt weiter in Richtung Level 10 zu kommen, damit ich das eine Alchemiebuch weiterlesen kann und endlich anfangen kann zu lesen. Bin gespannt, wann das Hörbuch rauskommt. Ja. Jetzt muss noch hier das eine Buch und dann ist wieder Schluss mit Lesen erstmal. Dann haben wir auch erstmal keine weiteren, die ich dann jetzt schon lesen möchte, weil die anderen sind schon Teil 2 von irgendwas und da möchte ich erst Teil 1 noch erwerben vorher. Aber beim letzten Mal gesagt, dass wir dann doch ein bisschen das Verteilen mit den Büchern und nicht alles in einem Stream machen. So, die Simonie. Darf der Papst als Simonist und Ablasshändler bezeichnet werden? Es scheint, als verbitte sich dies. Ist er nicht immerhin der Herr der Welt, dem es zukommt, zu tun und zu lassen, wie es ihm beliebt? Ist er nicht der Heilige Vater, unbefleckt von jedweder Sünde? Doch höret, dass viele Päpste Ketzer waren und sind. Viel ließe sich über dies schreiben, drum zweifelt nicht daran, dass der Papst sehr wohl Simonist sein kann. Und jene, die beharrlich behaupten, der Papst könne der Simonie und anderer Todsünden nicht schuldig sein, mögen ihn somit wohl über Petrus und die anderen Apostel stellen. Doch wie ist es damit, dass er der Herr dieser Welt und ohne Sünde sei? Die Antwort darauf lautet: Allein Gott ist der Herr dieser Welt. Einzig er ist ohne Fehl und einzig ihm steht es zu tun und zu lassen, wie es ihm beliebt, nicht aber dem Papst. Vielleicht entgegnet ihr nun, hier auf Erden ist aber der Papst der allerheiligste Vater, also eigentlich der Vertreter Gottes, ne? Ich aber sage euch, zeigt mir nun einen Beweis, dass er hochheilig lebt und in seinem Handeln Christus nachfolgt, dass er dem Heiland gleich in Anmut lebt, bescheiden und sanftmütig, dass er sich um Maßreinheit und Moral bemüht und dass er fleißig ist. So will ich euch glauben, dass er der Heiligste unter den Heiligen ist. Doch stattdessen erblicke ich nur Habsucht, Hochmut und eine Vielzahl anderer Sünden, die offenbaren, wahrhaftig, er ist nicht heilig. Fürwahr, ich führe Worte wider den Rest der Welt, welche den Papst unfehlbar, ohne Sünde und heilig wähnt.
Wem sollt ihr Glauben schenken? Ich sage euch gleichwohl, wie oft alle Menschen auf der Welt ihn heilig nennen mögen. Obschon er sich in Wahrheit doch von Christus abgewandt hat, so macht ihn das nicht heilig. Denn vor Gottes Gericht zählen nicht Worte, sondern Taten. Wäre ich gläubig, würde ich das, also wäre ich in dem Sinne katholisch-christlich gläubig, würde ich das jetzt ein gutes Argument finden. Achso, wir haben ja noch jemand Met braut. Voll vergessen. Pettichchen, Hallöchen. Grüß dich. Ich hab ja gesagt, nach dem Buch ist Schluss, ne? Komm, machen wir jetzt noch hier. So. Schade, ich sehe schon mal keine Einblendung, dass wir ein neues Rezept gelernt haben. Ja. Okay. So, wie man guten Met braut. Du benötigst 2 Maß Honig, 4 Maß Wasser und 1/4 Maß Hopfen. 1 Handvoll Salbei und 1 Handvoll Hefe. Das sind alles Sachen, die wir im Spiel bekommen. Oder? Hopfen und Hefe weiß ich jetzt nicht. Aber wenn dem so sei, dann könnten wir das vielleicht in Eigenregie nachkochen am Alchemietisch. So, erhitze das saubere Wasser so, dass du noch deine Hand hineinhalten kannst, ohne dich zu verbrühen. Dann vermenge gut 2 Maß des Wassers und 1 Maß Honig. Schiebe das Gemisch mit Hilfe eines sauberen Leinen aus. Schiebe aus? Siebe, Entschuldigung. Siebe das Gemisch mit Hilfe eines sauberen Leinen aus und lass es dabei in ein sauberes Gefäß laufen. Dann koche das ausgesiebte Gemisch so lange, wie es dauert, ein Feld 3-mal zu überqueren. Ach du Heilige. Wie groß muss das Feld sein? Und entferne dabei oben den Schaum mit einem durchlöcherten Löffel oder einer durchlöcherten Schale. Sobald das Gemisch kocht und der Schaum entfernt wurde, gieße es in ein sauberes Fass und bedecke es, damit kein Dampf entweichen kann. Lass den Inhalt des Fasses so lange abkühlen, bis du deine Hand hineinhalten kannst, ohne Schmerzen zu verspüren. Wenn man jetzt also zu kurz wartet, war okay. Dann fülle ein Gefäß mit 1/4 Maß Hopfen, gib eine Handvoll Salbei hinzu und koche alles so lange, wie es dauert, eine Meile zu gehen. Okay, man läuft unterschiedlich schnell. Gut. Gib anschließend Hefe hinzu, um den Gärungsprozess einzuleiten und bedecke das Gemisch so, dass der Dampf entweichen kann. Lass es 1 Tag und 1 Nacht lang stehen und siebe es dann durch sauberen Stoff aus. Danach muss es 3 Tage und 3 Nächte lang gären, wobei jeden Abend weitere Hefe hinzugegeben werden muss. Lass das Gemisch 8 Tage lang stehen und gieße es dann in ein harzbeschichtetes Fass. 8 Wochen später kannst du allerfeinsten Mehl trinken, denn nach dieser Zeit schmeckt er am besten. Und Leute, ohne Witz, so waren früher Rezepte geschrieben worden. Ein Thermometer hatten sie nicht, ein einheitliches Maß hatten sie nicht wirklich, außer das Maß selber. Und die waren auch manchmal unterschiedlich groß, je nachdem, in welcher Region du warst. Also, wow. Wer von euch weiß, ob das wirklich funktioniert hier im Spiel? Kann man hier Hopfen und Hefe kaufen? Oder erwerben irgendwo? Zückt die Schifte und schreibt das Rezept auf, genau. Irgendwann ist der Hund heiser. Leider nicht. Habe ich das Gefühl. Aber er schläft ab einer gewissen Uhrzeit wenigstens. Wenn man lang genug steht auch. Also lang genug sich nicht weiter bewegt. Gut, habe ich mir jetzt ein bisschen mehr von auf, muss ich gestehen. Ich habe ja noch die Schaufel bei mir. Die kann erstmal wieder ins Pferdeinventar. So, wie weit haben wir es jetzt geschafft? Naja. Immerhin. Immerhin haben wir wieder gut Punkte gemacht. Level 10 ist nicht mehr weit, aber ich brauche noch weitere solcher Bücher. Aber jetzt gehen wir erstmal pennen. Dieser Köter. So, machen wir einfach nur bis zum nächsten Tageslicht. Dann essen wir noch eine Kleinigkeit. Und dann reiten wir wieder rüber in Richtung Sasau. Ich bin gespannt, ob das Banditencamp jetzt wieder neu bewohnt ist, was wir da letztens leergeräumt haben.